Was sage ich jedem meiner Schüler? Golf ist derartig vielfältig, dass diese Frage sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Der eine wird von mir hören, grip it and rip it. Der andere wird von mir hören, der schwierigste Golfplatz ist zwischen den Ohren. Oder genieß den nächsten Schlag. Jeder Schlag ist eine neue Chance. Golf steckt voller Weisheiten. Also wenn es ums Balltreffen geht, sage ich jedem Schüler, er muss den Boden unter dem Ball treffen. Weil viele versuchen eigentlich nur den Ball zu treffen oder denken gar nichts. Aber wenn man den Ball und den Boden versucht, zur selben Zeit zu treffen, dann ist man schon ganz gut dabei. Dem Universum ist es vollkommen egal, wo du deinen Ball hinschießt. Es wird nichts Fürchterliches passieren, wenn ein Ball im Wasser oder im Wald oder im hohen Gras verschwindet. Das Einzige, was das Universum interessiert, ist, dass du dabei Spaß hast. Man muss zuerst einmal Fragen stellen und zuhören. Und aus diesen Fragen und den Antworten, und wenn man gut aufpasst, dann bekommt man schon ein gutes Bild von seinem Schüler und dann weiß man auch, wo man ansetzen soll. Und alles Weitere ergibt sich eigentlich im Laufe der einzelnen Stunden. Also es ist wirklich ein Prozess. Ja. Wichtig ist, dass man auf alle Fälle den Schüler befragt, grundsätzlich warum er kommt, was sind seine Ambitionen, was möchte er jetzt wirklich verbessern und dann auf dieses eingeht. Sie sollen sich nicht nur mit dem Golf selbst, also mit der Bewegung, wie man Bälle schlägt, befassen, sondern überhaupt die ganze Geschichte generell, weil das wirklich sehr interessant ist fürs Leben auch, kann so viele Ähnlichkeiten zum normalen Leben sehen. Das Wichtigste ist, dass Sie auch ein bisschen einen Verstand für Ihren Golfschwung mitnehmen. Der Golfschwung ist eine Baustelle, die ja, nie zu Ende gebracht wird. Man arbeitet immer, man feilt daran. Und es ist mir extrem wichtig, dass diese Schüler ein bisschen einen Verstand dafür haben, wieso welche Sachen passieren für sie und dass sie nicht daran verzweifeln, wenn es einmal nicht klappt. Also jeder meiner Schüler kriegt zu hören, dass sie ruhig bleiben sollen und vor allem, dass sie lächeln sollen, dass sie sich nicht verkrampfen sollen, ganz locker an die Sache rangehen und dann wird es jetzt.